Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 MSV Duisburg Karriere. Und heute haben wir folgendes Spiel: Wir werden jetzt Union Berlin simulieren, genauso wie Bielefeld bei München und Augsburg simulieren. Dann werden wir Hertha spielen, Wolfsburg, Gladbach und Bremen nochmal simulieren. Damit wir dann in der nächsten Folge direkt nochmal in die Wintertransferphase gehen, würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich rein in die Simulation gegen den ersten FC Union Berlin. Sollte nichts mehr dazwischen kommen. Eine kleine Sache gibt es noch: einen jungen Scouting-Bericht. Das heißt, den müssen wir danach wieder wegschicken, weil der dann eben nicht mehr da ist. Aber es gibt da leider kein gutes Talent. Ich konnte sowieso keins mehr annehmen, weil wir nicht mehr genug Geld haben. Gehen wir ja auch direkt rein in die Simulation gegen Union Berlin. Die sollten wir eigentlich gewinnen, weil unser Team eigentlich besser ist. Wir gewinnen mit 1:0. Treffer macht Florian Wirtz in der 17. Spielminute. Simulationsspiel gegen die Arminia aus Bielefeld. Das sollten wir eigentlich gewinnen, wenn ich mir das Team so anschaue. Ja, ein paar Spieler kennt man noch, aber das sollte eigentlich was für uns werden. Und wir gewinnen mit 4:2. Müller und Wilka treffen bei Bielefeld. Bei uns treffen Otzen Eduard doppelt. Der trifft sogar dreifach und Rafinha. Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München. Gehen wir direkt rein. Dann schauen wir mal, oh, jetzt ist leider Araujo nicht dabei, dafür Brink, wir gehen mal direkt rein und wir verlieren leider mit 3:2, bei uns treffen Wirtz und Otzen Eduard, Richarlison, Coman und Sané treffen bei Bayern München. Es ist soweit, wir können Ahuri Ahamada die Position des ZDM-Spielers geben. Schauen wir mal ganz kurz, ob dadurch auch seine Gesamtstärke nach oben geht. Nee, leider nicht, aber dafür ist er jetzt ein ZDM-Spieler. Nächstes Spiel gehen in FC Augsburg, hier daheim, die sind auf Platz 14, gehen wir mal direkt rein. Normalerweise müssten wir das gewinnen, wir haben eigentlich ein richtig gutes Team. Und wir gewinnen mit 2:0. Henderson und Wagnermann treffen. Ich habe gerade gesehen, wir haben ein DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Deswegen werde ich das Spiel und die restlichen 4 Spiele in der Liga nochmal simulieren. Würde ich sagen, gehen wir genauso rein in das Spiel gegen Gladbach. Und wie immer vergesst es, wie immer sehen wir hier jetzt das Team von Gladbach mit Lafont im Tor. Schulz, Gomez, Musacchi und Laien an der Abwehr. Gallardo, Berge, Mvila, Buanga und Capreis im Mittelfeld. Und ganz vorne Wieners, würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Da ist Moussa Wagoué, spielt den Ball durch zu Otzen Eduard. Otzen Eduard, 5. Spielminute. Wir gehen mit 1:0 in Führung. Aber das war auch schlecht gemacht von Gladbach, denn die haben dann ganz schön Fehlpass gemacht. Und dann Otzen Eduard erzielt das 0:1 für uns. Wir sehen es hier vielleicht nochmal näher nicht, aber hier hat Moussa Wagoué den Ball bekommen. Schießen dann durch zu Otzen Eduard und der schießen dann ins Eck rein. Keine Chance für Alban davor und damit gehen wir mit 0:1 in Führung. Oh, da ist Otzen Eduard, der kann wieder durchlaufen gegen Nico Schulz. Der kommt da durch, Schulz ist aber auch kein langsamer. Hoch zu Rafinha, Rafinha, 13. Spielminute, 0:2 für uns, für den MSV Duisburg. Und damit haben wir schon mal eine komfortable Führung. Das war echt nicht gut gemacht, muss man zugeben. Aber dann erzielen wir das 2:0. Wir konnten eigentlich richtig gut durchlaufen, ne? Dann sehen wir hier auch nochmal gleich. Ja, genau, hier, Otzen Eduard ist durchgelaufen, auch schon hinten durch, haben wir das gut rausgespielt. Da spielt er hoch zu Rafinha, Rafinha mit dem 2:0 und damit führen wir. Schöne Balleroberung, Moussa Wagoué spielt ihn durch zu Otzen Eduard, der nochmal hoch zu Moussa Wagoué. Und der kann jetzt zum gegnerischen Tor laufen, Otzen Eduard und da ist das 0:3. 21. Spielminute und Gladbach, die tun mir da schon ein bisschen leid, aber sie machen es auch irgendwie, ich bin selber schuld. Wir erobern den Ball, sie machen einen Fehler und so einfach ist das Spiel hier. Da sehen wir es vielleicht nochmal, ne, haben wir leider nicht mehr gesehen. Es war schon ein bisschen weiter hinten, aber hier sehen wir Moussa Wagoué, lüft den schön über Lafont, lässt ihm damit keine Chancen, damit gehen wir mit 0:3 in Führung. Und da kommt jetzt Gladbach, das haben sie stark gemacht mit Wieners, 52. Spielminute, 1:3. Und damit könnte es vielleicht nochmal spannend werden. Hier sehen wir es nochmal, war schlecht verteidigt von uns. Ja, und dann spielt er jetzt zu Wieners und dann macht Wieners ihn rein. Und damit steht es nur noch 1:3. Und da kommt wieder Gladbach. Das haben wir schlecht gemacht. Und dann ist da das 3:2. 70. Spielminute. Adame kommt nur für Wagoué rein. Jetzt könnte es nochmal richtig spannend werden. Das war nur so schlecht gemacht von uns. Und dann kommt hier, ich weiß nicht, wer das ist, wir werden es aber auch nicht sehen, hier Eckball, dann haben wir dann eigentlich gut geklärt, aber was ich dann mache, weiß ich nicht, und Handanovic auch keine Ahnung. Und dann kommt die Nummer 2, das ist Robert Rojas, und damit steht es noch 2:3, und jetzt gehen wir auf Set Offensiv. Nein!
Das war ein Foul und jetzt kriegt Joscha Wagnermann die Rot. Da jetzt kriegt er die Rot. Gelb-Rot für Joscha Wagnermann. Aber wieso bin ich da auch so reingegangen? Ich wollte den Ball noch kriegen, ja? Und somit sind wir noch zu 10. Oh nein, jetzt kommt da Gladbach mit Cabreis. 77. Minute. 3:3 Hektar für Florian Wirtz. Und damit ist der Ausgleich da. Von 3:0 kommt Gladbach nochmal ran auf 3:3. Und das war eigentlich klar, dass der fällt. Und damit müsst ihr jetzt nochmal richtig Gas geben. Kopf hoch, auf geht's. Sehr offensiv. Und los geht's. 2 Minuten Nachspielzeit sind rum. Letzte Chance mit Cabreis, dass Gladbach doch noch gewinnt von 0-3. Aber das passiert nicht. Der Schiri pfeift ab und es gehen wir in die Verlängerung. Jonas Hector spielt den Ball durch zu Sargis Adamian. Sargis Adamian muss ihn reinmachen. 96. Spielminute. Wir gehen mit 4:3 in Führung. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt den Ball reinmachen. Ne? Denn wie schon in der zweiten Halbzeit ist Gladbach einfach nur nach vorne gekommen, hat uns da kaputt geschossen. Ne? Und jetzt kommt hier Sargis Adamian, schießt das 4:3 und damit gehen wir auch mit 4:3 in Führung. Und da kommt der Ball auf Bouangé, aber dann ist da Koulibaly zum Ersten. Jetzt kommt er nochmal hier zum Spieler und dann ist da Handanovic, der schon wieder nicht hebt. Und dann ist es das 4:4 in der 113. Spielminute. Sieht aus wie Elionuzi, das ist glaube ich auch Elionuzi, oder? Jawohl, Mohamed Elionuzi schießt das 4:4 und wahrscheinlich können wir zu uns wieder schießen. Ich hoffe es einfach nicht, ich hoffe wir schießen noch ein Tor. Und da ist Jordan Henderson durch zu Otzen Eduard, der steht nicht im Abseits. 120. Spielminute, wir schießen das 4:5. Was ein Torfestival hier im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war auch stark gemacht von Otzen Eduard, weil er erst im Abseits stand und dann ist wieder rausgelaufen aus dem Abseits. Und damit macht das 4:5 und damit wahrscheinlich auch den Sieg für uns. 1 Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Jetzt schießen wir den Ball nochmal nach vorne. Nicht so, aber der Schiri pfeift ab und wir gewinnen mit Gladbach mit 4:5 und stehen somit im Viertelfinale des DFB-Pokals. Da sind wir die restlichen Ergebnisse. Wie gesagt, wir haben 4:5 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Hertha gewinnt 4:2 gegen Ingolstadt. Nürnberg fliegt gegen Waldhof Mannheim raus nach 4:3 im Elfmeterschießen. Bremen gewinnt 4:1 gegen Magdeburg. Und Hannover verliert gegen Dortmund mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Augsburg verliert gegen Bayern mit 0:1. Bielefeld verliert gegen Köln mit 0:2. Und Mainz kommt auch gegen Leipzig weiter mit 4:3 nach dem Elfmeterschießen. Nach dem Torfestival im DFB-Pokal geht es weiter in der Liga gegen Hertha BSC Berlin. Die sind auf Platz 2. Wir sehen, unsere Jungs sind eigentlich komplett kaputt. Das ist aber in der Simulation egal. Die sind auf Platz 2, weil die auch viel Geld haben. Belotti, Embolo, Las Calais treffen. Bei uns treffen Otzen Eduard. Damit verlieren wir mit 3:1. Transferangebot für Jonas Hector vom SD Huesca. Da gehen wir einfach mal rein. Der hat auch noch eine 70. Machen wir mal 3 Millionen und 2,5, dass er Hauptsache weg ist. Nächstes Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die sind auf Platz 5. Gehen wir mal direkt in die Simulation rein. Wenn ich das Team sehe, ist eigentlich ein starkes Team. Wir haben da Chancen und wir spielen nur 1:1. Wagner, Manu, Morata treffen. Einkunft zu Jonas Hector. 2,75 Millionen akzeptiert Huesca. Deswegen nehmen wir das Ganze auch an. Nächstes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir müssen jetzt endlich mal wieder gewinnen. Aber wir spielen ja die ganze Zeit gegen die Mannschaften, die einfach nur weiter oben sind. Die haben viel besseren Torwart zumindest. Das weiß ich. Und sie gewinnen auch. Galado trifft in der 2. Minute. Damit verlieren wir mit 0:1. Dann sehen wir, Jonas Hector ist verkauft. Der wird uns dann zur Wintertransferphase verlassen. Jetzt das Spiel gegen Werder Bremen. Die sind einen Platz vor uns, 2 Punkte vor uns. Das müssen wir eigentlich gewinnen. Ich schaue mal das Team an. Es ist eigentlich nicht schlecht. Vor allem Agüero, Drone, Pavlenka. Sind da gar nicht schlecht. Wir spielen wieder nur 1:1. Witz trifft bei unserem Ziel. Zolis trifft bei Werder Bremen. Dann sehen wir Jugendspieler möchte weg. Fabio Moreira. Schauen wir mal direkt drauf. Ah, genau, das ist der hier. Den werde ich aber zum Profi befördern. Und den Barbosa werde ich auch mal zum Profi befördern. Der hat auch gutes Potenzial. Rodriguez werde ich freigeben, genauso wie Sousa werde ich freigeben, weil da haben wir schon einen guten Torhüter und der Bossa, der Rechtsverteidiger, ist eigentlich auch noch recht gut, aber den lassen wir noch hier drin. Transferangebot von Leipzig für Ronald Araujo, aber die bieten ja schon mal so richtig wenig, da werde ich mal delegieren, machen mal 35 Millionen und 25 Millionen. Dann sehen wir, Jonas Hector hat den Verein verlassen, wir sind jetzt auch hier in der Wintertransferphase, deswegen werde ich glaube ich als allererstes mal gucken, wie viel Geld wir überhaupt haben. Wir haben einfach wahrscheinlich viel, 1,9 Millionen, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich was verkauft. Ich gucke mal ganz kurz auf das Team. Wen möchte ich noch verkaufen? Zum einen hier Matic hat noch eine 66, 17 Tempo. Wie alt ist denn der? Der ist 36. Denn im Tor müssen wir auch mal wieder was verbessern. Handanovic hat auch noch eine 75. Aber er hat halt normalerweise eine 80 mit seinen Verbesserungen. Da brauchen wir nächstes Jahr echt einen richtig guten Keeper. Aber da würde ich einfach sagen, Leute, was das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist es, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.